So, Leute, es stand neulich ein Paket bei mir vor der Tür, das mich sehr überrascht hat. Und ich weiß nicht, was drin ist. Und es ist, deswegen habe ich es drin gelassen, vom lieben Dr. Alzheimer an mich. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe mir so ein Gefrormesser mir geholt. Vielleicht wissen ein paar Leute, warum ich dieses Gefrormesser genommen habe. Ich bin gespannt, was drin ist. Mir wurde gespoilert, dass etwas in meine Richtung kommt, aber ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß echt nicht, was drin ist. Ich bin super hyped. Ich kann super schlecht mit Geschenken umgehen. Und Leute, die mir sagen so, hey, ich habe dir was geschickt für deinen Channel oder so, da werde ich das... Danke. Also, ich bin ganz schlecht darin, sowas anzunehmen, weil ich finde, es gibt so viel bessere Channel da draußen, wie zum Beispiel den von Dr. Alzheimer, die das mehr verdient haben. Die einfach es mehr verdient haben, dass man da was hinschickt und sagt, hier, hast du was Cooles, mach das mal auf, guck dich da mal um und so weiter und so fort. Und, dementsprechend, na komm, eigentlich bist du super scharf, das Messer. Da, genau. Und ja, dementsprechend, ich weiß nicht, was drin ist. Okay, doch, ich sehe es gerade, was drin ist. Oh mein Gott. Wunderschön. Retter von Kamigawa. Auf Profiniveau. Die Wahrheitssucher. Oh mein Gott. Danke dafür. Oh mein Gott, großartig. ihr werdet es noch nicht gesehen haben, weil es nicht in den Titeln drin steht. Und ich euch nicht verrate, was das für ein Opening ist. Jetzt werden die meisten ausmachen. Und, oh, Alter. Ich bin gerade bisschen baff, bisschen hyped. Das ist einfach... ich kann mit Geschenken nicht umgehen. Danke dafür nochmal. Und ich würde sagen, weil heute eh Montag ist, gucken wir uns mal an, was da drin ist. Haben die nicht aus der Zeit irgendein... Ach ja, hier. So einen wunderschönen Strip zum Wegziehen. Komm schon, geh weg. Na? Ich bin zu schlecht für diese Strips. Ich bin so schlecht darin, diese Strips zu ziehen. Ja. Ja, oh mein Gott. Retter von Kamigawa war ein Set, das ich super hart viel gespielt habe. Und ich bin so gespannt. Ich liebe ja diese ganzen Kamigawa-Artworks. Und wann war das? 2000... Für Spiele ab 13 Jahren, 2005. Da war ich 15. Oh mein Gott. Es ist... wow, ich freue mich gerade. Wow. Die Insel ist wunderschön, finde ich. Aber wir gucken uns die Karte erstmal genauer an. So. Oh mein Gott. Auch hier mit so einem Strip. Geht das da... Jetzt seht ihr, ich bin einfach zu doof dafür. Ich kriege diese Strips nicht auf. Oh mein Gott, ich muss mir diese Insel angucken. Ich möchte mir alles davon angucken. Oh mein Gott. Aber das Wichtigste. Oh mein Gott. Super alte Karten. Gucken wir uns erstmal die Insel an. Die hat ein bisschen gelitten. Die hat hier unten einen kleinen Schlag. Hier hat sie an der Rand einen Schlag. Sie hat hier einen kompletten Kratzer, der einmal durchgeht. Aber das ist... Vom Curlinger ziemlich okay. Ich werde die auch gleich direkt sleeven. Und im Sinne des Videos, weil ich habe das Ding geschenkt bekommen, würde ich gerne an euch was weitergeben. Und ich würde euch gerne diese Insel schenken. Die ist nicht so viel wert, glaube ich. Selbst wenn, ist es mir egal. Aber es gibt Leute, die ich weiß, die diese Kamigawa Artworks mögen. Gerade mit den ganzen Schulen drin. Und wenn das jemand haben, schreibt mir einfach mal so ein Ich in die Kommentare unten drunter. Und dann werde ich... Sagen wir, nächste Woche Montag unten in die Kommentare, den die mir anschreiben, der das gewonnen hat. Und dann muss ich dazu kein großes Video machen. Wenn ihr unbedingt ein Weiß haben wollt, dann könnte ich das auf Instagram gerade hochladen oder so, wo ich dann gerade den Gewinner ziehe. Weil ich wollte ja eigentlich weniger Giveaways machen. Es sind jetzt schon wieder mehr geworden. Egal. Ja, diese Insel würde ich ganz gerne an euch weitergeben. Und den Rest vom Deck gucke ich mir jetzt mal an. Oh mein Gott. Ja, gucken wir jetzt erstmal hier das noch mit an. Bevor wir zum Deck kommen. Okay, Retter von Kamigawa. Bist du ein neuer Spieler? Muss ich mal gerade. Das ist dieses Starter-Deck gewesen, ne? Hauptspiel steht da sogar noch drauf. Steht da Hauptspiel drauf? Da steht einfach Hauptspiel drauf. Wow. Krass. Weisheit, Blutzoll wegfegen, episch. Das sind die Fähigkeiten, die wir haben. Blutzoll halt wirklich so eine Fähigkeit, wo man Kreaturen praktisch zu Zaubern werden lassen kann. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Alter, 16 Jahre her.
Wegfegen. Wegfegen kann man Länderzug auf die Hand nehmen, um den Effekt zu verstärken. Und episch kann man dann nur einmal spielen. Und man darf danach nie wieder was spielen. Also man darf keine weiteren Zauber spielen. Die Hintergrundgeschichte, ich habe die Bücher da tatsächlich. Ich habe die Bücher im Komigawa da. Sie sind großartig. Wenn ihr die Geschichten nicht kennt, lest die euch mal durch. Wirklich, wirklich cool. Während Okagashi gegen Konda wütete. Oh, ich erinnere mich. I remember. Ich mag das Artwork. Ich weiß nicht, was das für eine Karte ist, aber ich mag das Artwork. Der beste Abend der Woche. Friday Night Magic. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Großartig. Gewinne Kartenpreise, lerne andere Spieler kennen. Leute, wenn irgendwann wieder FNM ist, geht in eure Läden, spielt dort. Spielt mit solchen echten Karten. Jetzt habe ich schon gespoilert, was drin ist. Oh mein Gott. Hier ist eine Deckliste. Okay. Falls du Fragen hast, Hasbro Deutschland in Soest. Immer noch dasselbe Soest. Danke an die Magic Designer. Wie man das Deck spielt, ein kleiner Guide. Das gucken wir uns gleich an. So. Oh. Ich bin, man sieht das auch, ich freue mich mega tatsächlich darüber. Ich bin super gehypt. Und ja, jetzt sind wir schon 6 Minuten im Video. Ich habe noch keine Karte außer die Insel gezeigt. Geil, Entschuldigung. Gucken wir uns die Ebenen an. Ebenen mag ich tatsächlich sehr. Ich finde es ganz interessant, dass hier die Länder vorne sind. Mit der Stadt mit drin, die Türme. Es ist schon, ich mag die Ebenen. Die Wälder finde ich ein bisschen strange, überall mit diesen Oroshi-Eiern. Ist nicht so meins hier. Ist echt nicht so meins. Aber gut. So, haben wir jetzt die Länder. Jawohl. Dann haben wir einen Garten der Stille. Oh mein Gott, bist du hübsch. Kommt getapptes Spiel für ein farbloses. Man kann den tappen für ein grünes oder weißes. Und der enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments. Richtig cool. Geisterlicht Erlöser. 1-1-1 für ein weißes Tappen. Und man kriegt 2 Leben. Und man kann eben den für 2 Mana abwerfen und 4 Leben bekommen. Genau, man hat daraus praktisch eine Instant gemacht. Was ganz cool ist. Davon haben wir 2, 3. Keine 4. Zuberas. Ich habe Zuberas geliebt. Ich habe ein ganzes Zubera-Deck gehabt. Es war nicht gut. Wahrscheinlich ähnlich gut wie Schreine aktuell. Aber es war großartig cool. Zubera-Honden-Deck war das dann am Ende. Es war richtig cool. Hiermit haben wir einfach einen Zubera, der 2-1-2 ist. Sind die alle. Bis auf einer, der ist größer, glaube ich. Und wenn er auf den Friedhof gelegt wird, erhält man 2 Lebenspunkte für jeden Zubera, der in diesem Zug auf den Friedhof gelegt wird. Das heißt, man wird belohnt dafür, dass man viele Zuberas gleichzeitig opfert. Weil die dann alle in den Friedhof gegangen sind und so weiter. Großartig. 2. Okay. Nico Honor, ich mag das Artwork. Das ist eins meiner Lieblingsartworks aus Kamigawa tatsächlich. 3-2-2, wenn sie ins Spiel kommt, zerstört eine Verzauberung eurer Wahl. Und immer wenn ein Geist oder ein Arcana-Zauber gespielt wird, könnt ihr die auf die Hand zurückbringen. Des Besitzers. Okay, interessant. Wow. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Runenschwanz in der Hand. Meine Lieblingskarte im Commander. Wirklich meine Lieblingskarte im Commander. Abgesehen natürlich von meinem Commander. Runenschwanz ist ein 3-2-2er, der, wenn man 30 oder mehr Lebenspunkte hat, was im Commander sehr häufig passiert, sich flippt. Und wenn er flippt, sagt er, verhindere allen Schaden der Kreaturen, die du kontrollierst, zugefügt wurde. Allen Schaden. Das ist großartig stark. Das ist wirklich, wirklich stark. Schienen des Sternenlichts, auch hier mit Blutzoll, mit Erstschlag und eine Kreatur kriegt Erstschlag. Also es waren halt tatsächlich Combat-Tricks auch zum Teil. 3-2-1. Davon haben wir wahrscheinlich auch mehr. Nee. Mondflügelmotte. 3-2-1 mit fliegend, mit einem +0/+1 für jedes Weiß, das man bezahlt. Okay. Davon sind ein paar drin. Aiganyo Freiheitsreiter. Die sind auf Motten unterwegs. Das habe ich nie gesehen. Das sehe ich das erste Mal, dass die auf Motten unterwegs sind. Wie blind ich einfach als Kind war. 4-3-4 fliegend. Jugendlicher, Entschuldigung. Und zu Beginn des Versorgungsmens bringt man eine weiße Kreatur, die man kontrolliert, sich auf die Hand. Okay. Seelenwanderung und Wachsamkeit, 5-3-3, der Tori-Aufpasser. Seelenwanderung konnte man eben ein paar Spirits wiederholen, aber es sind gar nicht so viele Spirits drin. Warum ist der drin? Ja, da ist natürlich ein Spirit. 7 Mana, ach du Schande. Kami der verehrten Toten. Okay. 7-3-5 fliegend und wenn der Schaden zugefügt wird, erhältst du genauso viele Lebenspunkte. Also wenn dem Schaden zugefügt wird. Diese Fähigkeit, wenn der Kreatur Schaden zugefügt wird, gibt es auch immer weniger. Und Seelenwanderung 6. Okay. Ja, Draufzungen, Zubera. Der gibt 1-1 farblose Geisterspielsteine für jeden Zubera, der in diesem Zug gestorben ist. 2-1-2. Komm schon, mehr davon. Mehr davon. Oh. Schienen des Urschreis. Das war damals meine mächtigste Karte in meinem Deck. Ich verbinde mich mit so vielen Erinnerungen. Oh mein Gott. 2-1-2. Alle Kreaturen, die den blocken können, müssen dies auch tun. Und man kann ihn für 4 Mana abwerfen, um auf eine Kreatur diesen Lure-Effekt zu geben. Ah, schön.
Älteste Föhre Yukais. Die Karte kenne ich nicht. What? 3-Mana-2-1. Immer wenn man einen Geist und einen Arkanen Zauber spielt, deckt man die obersten drei Karten seines Decks auf. Man nimmt alle Länder, die aufgedeckt wurden, auf die Hand und den Rest legt man unter das Deck. Die ist gar nicht mal kacke. Die ist eigentlich ziemlich gut. Mit Seelenwanderung 2 in so einem Geisterdeck. Nicht bad. Nicht bad. Oh, hier oben, Druckfehler. Mürrische Masse. Das Artwork ist großartig. 3-Mana-3-3 Geist. Die großen Schlachten von Kamigawa. Am 75. Tag der Schlacht. Geil. Haru Ona. Das ist die andere Ona. 3-Mana-2-1. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Und wenn man Geist oder Karten Zauber spielt, kann man die sogar auf die Hand nehmen. Davon haben wir sogar 2. Dorngeflecht Kami. 5-Mana-3-3. Immer wenn man einen Geist oder eine Karten Zauber spielt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Davon haben wir auch 2. Nachtsudel Kami, 6 Mana, 6-4 mit Seelenwanderung 5. Damals eine mächtige Kreatur, weil wenn die zerstört wurde, hat man immer noch einen Geist gehabt. Dann hat man den nächsten Geist gespielt. Oh, das war so mächtig. Diese Karte war damals so mächtig am Kitchentisch. Was? Das ist der Drache sogar. Tatsächlich kenne ich den nicht. Ich kenne viele von den Kirins, aber den Freigebiger. Ja. Kirin, 7 Mana, 4-4 fliegend. Immer wenn man Geist und Arkan Zauber spielt, kriegt man Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten dieses Zaubers. Das ist ein verdammt schönes Artwork. Ich liebe ja diese Drachen-Artworks und auch wenn das ein Kirins Geist ist, aber das ist wunderschön. Oh mein Gott. Wow, ich vermisse Kamigawa gerade so ein bisschen hart. Spiritueller Besuch. 1-Mana-Spontanzauber. Man kriegt einen 1-1 Geist, mehr keine Kopplung. Man kann es auf einen Arkan-Zauber drauf, also von der Hand vorzeigen und kann es auf einen anderen Arkan-Spell spleißen. Das ist ganz cool. Dann verliert man die Karte nicht. Terashis Griff, 3 Mana zerstören Artefakte oder Verzauberung, man erhält Lebenspunkte in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten. Warum sind es schon wieder weiße Karten? Und Honden! Genau, davon habe ich auch alle 5 Stück gespielt gehabt. Honden des reinigenden Feuers, von dem Myogen des reinigenden Feuers. 6 Mana, 4 Mana legendäre Verzauberung, Schrein. Zu Beginn des Versorgungssegments erhält man 2 Lebenspunkte für den Schrein, den man kontrolliert. Macht des Kudamas, 1 grünes Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Auch hier arkane Kopplung. Lebenswoge, es sind so viele One-Offs. Lebenswoge, 3 Mana, man kriegt 2 Leben, arkane Kopplung. Noch eine. Dosans ältester Gesang. Dosans ist auch eine coole Karte. 5 Mana Hexerei, man kriegt 6 Lebenspunkte und zieht eine Karte. Gar nicht mal so doof. Und der Honden des Lebensnetzes, der stärkste der Honden, weil 5 Mana erbringt einen 1-1 farblosen Geist für jeden Schrein. Ja, großartig. Ich danke nochmal. Bin begeistert. Ich mag das. Dankeschön. Wie gesagt, ich kann damit nicht umgehen. Ich hoffe, ich habe mich genug bedankt. Und ja, ich freue mich darüber. Wie gesagt, wenn ihr die Insel haben wollt, schreibt mir ein Ich in die Kommentare. Und wenn ihr noch was dazu sagen wollt, gerne natürlich auch mehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Neublexit. Ciao, ciao.